Vorsicht! Sie erleben nun eine echte Katastrophensendung. Zeo, stell dir vor, die Bots auf Insta sind echt. Alter, so eine Welt will ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe einen dicken Arsch. Bist du sicher, dass du meinen dicken Arsch ignorieren willst? Klick auf den Link, schließ ein Abo ab und mach mich reich. Ja, los, komm, mach schon. Worauf wartest du? Komm. Ich bin gerade am Essen. Es ist, also, Digga. Was geht ab, Elite? Zeus hier! Ich heiße euch herzlich willkommen zur 6000. Folge von Talk and Comments. Oh Junge, Alter, ich hoffe, dieses Format macht euch immer noch Spaß. Juhu, ein neues Tech-Video! Okay, scheinbar schon. Leute, vermutlich hört ihr es eh nicht, aber der Ton ist ein bisschen besser als sonst, denn ich habe mir ein neues Mikro gekauft. Hier mal ganz kurz als Vergleich, das hier war das alte Mikro. Der Ton klingt so ein bisschen dumpfer und flacher, so wie der Humor von Leon Mascher. Es ist ekelhaft, Mann. Leute, es ist einfach ekelhaft. Und dieses Mikro klingt so ein bisschen klarer und deutlicher, so wie die Synchronstimme von Jonathan Frakes. Nehmen Sie dieses Gebilde. Zunächst sieht es aus wie eine Maus, drehen wir es aber um, dann verwandelt es sich in eine Katze. Was ist es nun wirklich? Naja, halt ein Klumpen Metall, würde ich sagen. So, das ist aber auch wirklich scheißegal, denn wieder einmal schauen wir uns eure Twitter-Fragen an, die ihr mir gestellt habt. Und ich schau mal, was ich da so beantworten kann. Fackeln wir nicht lange rum, legen wir los, auf geht's. Stellst du uns mal euren neuen staubfressenden Mitbewohner vor? Ja, ich habe mir so einen Staubsaugroboter geholt und der ist sowas von mega fleißig, den kann man nur lieb haben. Natürlich kommt es nicht an alle Stellen ran, hier und da muss man dann auch nochmal selber nachputzen, ganz klar. Was hältst du von der aktuellen Drogenbeauftragten? Nur weil Alkohol gefährlich ist, unbestritten, ist Cannabis kein Brokkoli. Okay? Ja, ja, oder? Leute, an der Stelle ist auch ganz wichtig zu sagen, eine Drogenbeauftragte bestimmt jetzt nicht, welche Droge illegal ist oder welche legal wird. Das entscheidet nach wie vor der Bundestag. Sie muss halt diese Entscheidungen halt einfach rechtfertigen und für Fragen zur Verfügung stehen. Das ist auf keinen Fall ein einfacher Job, sag ich jetzt mal, obwohl sie sich schon besonders schwierig anstellt. Also zumindest ist sie so ein bisschen dieses andere sympathisch. Ja, sie müssen mit meinen Antworten klarkommen, so wie ich mit ihren Fragen. Okay? Du stellst einem voll die Haare auf. Hattest du schon mal sehr starke Zukunftsängste, obwohl alles im Leben halbwegs gut läuft? Ich denke, jeder Mensch hat mal Zukunftsängste. Ich habe ja auch schon so ein paar Videos darüber gemacht. Ich mache es halt immer so, wenn ich mal in so einer Phase stecke, wo ich so alles hinterfrage oder so, dann versuche ich einfach mein Gehirn auszuschalten und mache einfach weiter wie bisher. Denn am Ende, wenn man fleißig ist und sich Mühe gibt, dann kann es nur gut werden. Sonst gibt es ja immer noch harte Drogen. Ja, ja, ich sollte Psychiater werden. Was hältst du von Elon Musk Gehirnchip? Oh ja, davon habe ich auch schon gehört. Elon Musk möchte so einen Chip entwickeln, dass man per Gedankenkraft eine Maschine steuern kann. Also zum Beispiel tippt man dann keine E-Mails mehr, sondern denkt die halt einfach nur. Für mich klingt das Ganze total unglaublich und irgendwie auch voll der krasse Schritt in die Zukunft. Aber Kritiker sehen das Ganze auch ein bisschen schwierig, als wäre das so der erste Schritt zur Herrschaft der Maschinen. Hi, Robots. Das wäre natürlich nicht so nice, aber wisst ihr was? Fragen wir an der Stelle nochmal die Instagram-Community. Insta-Time! So, ich stelle jetzt auf Instagram eine kleine Frage und später im Video schauen wir dann, was da für Antworten zurückkommen. Ich bin wirklich super gespannt. Hey Leute, was geht ab? Zeus hier. Mal reinschreiben in die Kommentare. Wie würdet ihr das finden? Könnte man seinen Rechner oder sein Smartphone mit Gedankenkraft steuern? Wäre das cool? Wäre das schlecht? Aber mal reinschreiben, bin sehr gespannt. Und dann würde ich sagen, sieht man sich schon morgen im Video. Bis dann, ciao, juhu! Was hast du an YouTube? Das klingt zwar ein bisschen komisch, aber momentan nerven mich tatsächlich Memes. Also versteht mich auf keinen Fall falsch, Memes sind das Geilste, was das Internet zu bieten hat, ganz ehrlich. Aber irgendwie ist momentan für mich gefühlt alles so voller Memes, so alle reagieren nur noch auf Memes, überall werden nur noch Memes hochgeladen. Generell ist meine ganze Timeline so voller Fernseh- und Musik-Content vor allem, dass ich deswegen so richtig Lust bekomme auf ganz normalen YouTube-Content. Habt ihr da noch irgendwelche Kanäle zu empfehlen für mich oder so? Eigentlich müsste so ein großer YouTuber mal diese Challenge starten, so bitte macht mal ein YouTube-Video, was ihr vor 5 Jahren gedreht habt, nochmal neu komplett. Also sozusagen wie so eine Parodie oder ein Remake. Weil ich glaube, es könnte schon echt nice werden, so diese alten YouTube-Flair aufleben zu lassen. Also ich würde auf alle Fälle so ein Comedy-Video von früher neu machen. Yeah, komm, riech am Schuh! Nein! Okay, an der Stelle kommen wir jetzt aber wirklich zu den wirklich wichtigen Fragen. Hast du gute Arsch, Bro? Ja, er erfüllt seinen Dienst. Magst du Bratwurst? Wenn, dann mag ich Bierwurst. Ich würde sagen, es ist Zeit für ein... Okay, es reicht wieder! Wann kommen Zeo-Memes? Wir wollen langsam wieder Zeo-Memes. Schon wieder Memes? Komm runter! Nee, was ich aber anbieten kann, ist Zeo-Edits. Ich gebe euch einfach mal folgende Clips. Und hiermit ist YouTube Deutschland ein ganzes Stück dümmer geworden. Alter, was zum Geier ist denn das? Okay. Und ihr nehmt diese Clips, kiet das Grüne einfach raus, editiert irgendwas Geiles zusammen und schickt es mir an diese E-Mail-Adresse. Am besten schauen wir es dann in der nächsten Folge an, ich bin sehr gespannt. Vergiss die Insta-Time nicht aufzulösen. Nö, die lösen wir jetzt auf.
So, die Frage war ja, wie wäre es, wenn man einen Rechner oder sein Smartphone mit Gedankenkraft steuern könnte? Wäre das cool, wäre das schlecht? Wir schauen mal, was da für Antworten gekommen sind. MagicMan7 schreibt, es wäre ganz nice, aber dann würden die hart antrainierten Fingermuskeln zurückgehen. Jo, das stimmt. Jo, das stimmt. Lust Henning schreibt, das wäre ja mega geil. Julia schreibt gerade, das wäre ziemlich nice, weil dann könnte man den Wecker einfach so morgens ausstellen. Aber ich glaube, das wäre sogar eher ein Nachteil, oder? Laurin schreibt, voll lame. Ich weiß nicht warum. Und Kai schreibt, mega geil, dann hätte ich beim Wichsen beide Hände frei. Braucht man da wirklich zwei Hände für? Ein Dankeschön geht raus an alle Kanalmitglieder. Ist wirklich super geil, was ihr mir da ermöglicht. Und ein ganz großes Dankeschön geht raus an Surflauschig, Cookie Island, Fabian, Jona und I Want Some Moon. Für das starke Unterstützung auf Patreon ist wirklich super geil. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hat wirklich Spaß gemacht, das Ganze hier für euch zu drehen. Viel Spaß hier noch auf YouTube. Bleibt gesund und vergesst niemals, Schmetterlinge sind einer der wenigen Tiere, die mit ihren Füßen schmecken können. Euer Zeo. Okidoki.